Am Kader vu Wahlen do gio vill Sondagen publizeiert. Wie funktionieren se Sondagen an wat muss e bei der Auswertung oppassen? Ja, gut froh. Vielleicht wüsste Sondagen ziemlich gut, wie ein ganz Bevölkerung wird aufstimmen, obwohl nicht jeder gefragt gauf. Kalle Käfer wurde nicht gefragt. Du hast wissen, über Sondagen zu testen, herauszufinden, ob wir die bei der Interpretation so durchpassen, machen wir Homelabs ganz Neues. Wir spielen eine Runde, zählen wir kein Quell. Mom, dann spucken! Herzlich willkommen am Zielmarkt-Duell. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. 100 Leute haben wir gefragt, was fand ihr bei Sondagen am wichtigsten? Dass ihr nehmen sich beste Kollegen befreit. Dass die Stichprüfe gut ausgewählt ist. Richtig! Die Stichprüfe ist eine kleine Gruppe von Leuten, die Frage gestellt wird. Und das soll statistisch repräsentativ sein. Also aus einer Zusammensetzung der ganzen Population ähnlich sein. Und zwar nur ein paar relevante Parameter. Hol mal ein Beispiel von einem Wahlsondage. Relevante Parameter, die die Wahlverhalten beeinflussen, sind zum Beispiel die Region, wo die Leute wohnen, Geschlecht und den Alter. Alle Leute wählen vielleicht anders wie Junker, Frauen anders wie Männer und Leute am Norden anders wie am Süden. They do oben und they do innen. Ein Stichprüf soll also repräsentativ sein, ob ein paar Regionen, ein paar Alterstranchen und zwei Geschlechter. Das heißt, an der kleinen Gruppe müssen zum Beispiel verhältnismäßig so viele Jung- respektive älter Leute dran sein wie an der ganzen Population. Weil zu Lützburg bei den Nationalwahlen nicht mehr Erwachsene mit Lützburger Nationalität wählen dürfen, brauchen wir keinen Kanner oder keinen ausländischen Mitbürger an der Stichprüf zu holen. Und da könnte noch etwas weiteres Wichtiges. Innerhalb von der Stichprüf sollen die Leute durch Zufall ausgesicht gehen. Wenn nämlich eine Meinung mehr häufig vertreten ist wie eine andere, dann könnte das, wenn die Leute zufällig befreit, statistisch relativ sicher zum Vorschein. Es braucht gar nicht alle Leute zu früh, für das zu erkennen. Ohne Zufall könnten eng oder pure Meinungen favorisiert werden. Außerdem erlaubt den Zufall uns, die Unterschiede von der Stichprobe statistisch festzuhalten. Hallo dann, kommen wir zur zweiten Frage. 100 Leute haben gefragt, nennen wir etwas, wo ich bei der Interpretation von Sondagen aufpassen muss. Den Driver-Drinner-Index. Der Ball ist noch kein Maus an der Fallquotient. Marche d'incertitude. Genau, Marche d'incertitude ist immens wichtig. Und umso mehr klein, wird ein Echantion mehr repräsentativ ist, wird mehr Leute gefragt gehen. Wenn ihr zum Beispiel 300 Leute befreit, auf 40% so und sie gehen eine bestimmte Partei wählen, dann liegt das Resultat in Wirklichkeit irgendwo zwischen 34,5 und 45,5%. Wait, what? Wenn ihr aber 10.000 Leute befreit, dann liegt das Resultat nur noch zwischen 39 und 41%. Mach die Certitude also mit klein. Und übrigens kann ich mit dieser Formel hier mach die Certitude ganz grob ausrechnen. Bei der Interpretation von Sondagen wird es wichtig, transparent zu sehen, was Methode und Marche d'Incertitude angeht. Das geht leider nicht immer gemacht, was dann zu viel Interpretationen führen kann. Ein Beispiel. Zum Beispiel Partei, die 40% Zustimmung hat, kann am nächsten Sondage auf einmal 41%. Kann ich von einem Trend nur Uwe schwätzen? Nein, weil die Differenz innerhalb einer Marche d'Incertitude liegt. Korrekterweise müssen wir so, dass die Zustimmung für Partei plus minus stabil geblieben ist. Rubbish! Voll rubbish! Allgemein gilt, bei kleinen Differenzen soll ich skeptisch sein und nachher fragen, ob die Differenz überhaupt statistisch signifikant ist. Wie viele Leute bei einem Sondage fragen muss, kann ich übrigens nicht pauschal sagen. Das hängt von vielen Faktoren auf. Und davon, wie viel Budget du hast, für den Sondage zu machen. In terms of money, we have no money. Zu Lützburg gibt es repräsentative Wahlsondagen DAX zu tischt 500 und 2000 Leute befroht. Aber bei verschiedenen Sondagen gehen auch Männer Leute durch. Oder brauchen da viel mehr. Wichtig zu wissen ist aber, dass ein großer Stichprüf nicht automatisch eine Qualitätssicher ist. Wenn das nicht repräsentativ ist, wenn zum Beispiel eine Alterskategorie stark überrepräsentiert ist, dann ist das Resultat eventuell mehr schlecht wie bei einem kleinen Stichprüf, der aber statistisch repräsentativ ist. Übrigens. In der Praxis gibt es Sondagen manchmal so gemacht, dass am Anfang einfach mal lauter Leute kontaktiert gehen oder online aus einer Datenbank angeschrieben gehen und dann geht dann noch zwischen den Profilen, die einem noch fehlen, für einen repräsentativen Stichprüf zu holen. Aber wenn dann trotzdem noch gewisse Kategorien fehlen, dann wird manchmal mit statistischen Methoden nur korrigiert. Kommen wir zur nächsten Frage. Dann? Oder Leute mal gefragt, nennt da ist drin, wie wird das Sondagen nicht unbedingt immer das richtige Resultat für rausholen? Weil Stimmung bis zur Wahl kann ein anderer sein.
anwel Leiit wëllen net hier eigene Schmiung suen. Komi kucken eus verschschiide Grinn am Detailun. E Sondasch ass ëmmer eng Moment opnam. Am Fall vu Wale si relativ viel Leiit, awer bis kurz virre Schluss noch umdesideiert. Dofir kann e Sondasch de pu woche virun enger Wahl durchgefuert gouf, anecht ausfalle wéi d'Resultat umwaldach. Et ginn noch psychologisch Grinn, die statistisch schwéier ze fase sinn, die zu Fehler am Pronostik kënne féieren. Zum Beispiel de Phänomen vun der sogenannter Desirabilité sociale, de gerne bei gesellschaftlech méi brisanten Themen antritt. Leute, die hier eine Position vertreten, die gesellschaftlich verpönt ist, gehen das als Sondage nicht immer zu. Vor allem, wenn der Sondage am Gespräch durchgeführt wird. An der Anonymität von der Wahlkabine wählen sie dann aber die verpönte Position. Wenn die Leute anonym per Internet befreit, ist der Effekt übrigens mehr aus. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Stichprobe zwar ein paar Bayer repräsentativ ist, man aber eine Meinung nicht korrekt repräsentiert ist. Zum Beispiel kann es sein, dass Leute, die ganz radikal These vertreten, nicht gerne bei Sondagen mitmachen und dafür an der Stichprobe fehlen. Gegen Merkel! Oder es kann sein, dass ein Froh am Sondage bis sie ähnlich gestaltet ist wie nur am Wahltag selber. Zu Lützburg wird zum Beispiel bei Wahlsondagen gefragt, welche Partei ihr geht bei der nächsten Wahl wählen. Auf Wirklichkeit panaschieren aber viel Leute. Sie wählen Personen, aber keine Lüste. Das hat einen Impact auf das Resultat. Gerade bei Parteien, die verhältnismäßig wenig Lüste-Stimmen kriegen, aber wo aber einzelne Politiker innen rausstechen, kann das einen großen Effekt tun. Es ist auch so, dass in Europa immer mehr Leute dezidiert Anhänger von enger Partei sind. Früher wurde Kommunist ziemlich sicher die Kommunisten gewählt, die Liberalen ziemlich sicher die Liberalen. Heute sind viel mehr Leute so strikt Anhänger, was der Pronostik immer mehr schwer macht. Bon, bei unserem Zielmarkt-Duell haben wir heute leider keine richtigen Gewinner gefunden. Was? Mal halber mal zum Schluss fest. Sondagen liefern gut und relativ fiable Resultate, wenn Stichprobe gut gewählt ist und genug Leute befragt gehen. Man hat gesagt, ob der bei der Interpretation muss aufpassen. War das die Marche der Certitude? Welche Methode dafür benutzt? Könnte Resultat durch psychologische Phänomene verfälscht sein? Als zwischen dem letzten Sondage und der Wahl etwas geschieht, wird die Leute umstimmen. Im Fall von den Wahlen wird es finalement just ein richtiges Resultat, das von der Wahl selber. Sondagen für uns sind aber interessant Momentaufnahmen von der Stimmung in der Bevölkerung. Darauf hin, eine gute Wahl sind wir. Ciao, ciao.